Heute soll es um die Charaktereigenschaften vom Zwergpudel gehen. Das ist natürlich recht individuell, aber wir haben mal versucht, ein paar Punkte zusammenzufassen. Vorneweg erstmal, ein Zwergpudel kann eigentlich alles sein. Verspielt, aufgedreht und quirlig, aber auch verschmust, entspannt und ruhig. Pudel sind ganz gute Familien- und Anfängerhunde. Sie haben ein sehr freundliches Wesen und einen lieben Charakter und sind somit eigentlich auch als Ersthund gut geeignet. Sie brauchen allerdings sehr viel Pflege, also Fellpflege und auch Aufmerksamkeit. Sie möchten ein vollständiges Familienmitglied sein und nicht einfach in der Ecke abgestellt werden. Also man braucht wirklich viel Zeit und Hingabe für einen Pudel. Das Wesen des Pudels. Pudel haben super tolle Eigenschaften. Sie sind generell sehr aufgeweckt, hochintelligent, sehr interessiert, stecken ihre Nase gern mal überall rein und schauen genau, was das ist. Sind am liebsten immer dabei und weichen ihrem Menschen nur ungern von der Seite. Sind sehr freundliche und fröhliche Hunde und sie sind eigentlich auch für jeden Spaß zu haben. Es geht aber auch mal faul rumzuliegen und fünfe gerade sein zu lassen. Ja, nach unserer Erfahrung sind Pudel wahre Energiebündel. Also toben, rennen und spielen, das ist die Lieblingsbeschäftigung von vielen Pudeln. Außerdem sind sie sehr engagiert und wissbegierig, was Training und Lernbereitschaft angeht. Nach unserer Erfahrung sind es schon nach wenigen Versuchen die meisten Tricks nahezu perfekt umgesetzt und fest eingespeichert. Man muss aber auch konsequent sein und klar sein bei der Abfolge. Und man darf nicht schludrig werden, denn das nutzen Pudel auch aus. Also wenn sie merken, ich kriege auch so mein Leckerli, dann machen sie die Aufgaben nicht mehr ordentlich. Also deswegen dranbleiben und genau arbeiten und möglichst regelmäßig Wiederholungen im Alltag einbauen. Ja, dadurch, dass Pudel eben so energetisch sind, ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass der Alltag ausgeglichen ist. Also die Entspannung darf nicht zu kurz kommen. Und es muss eben eine gesunde Abwechslung zwischen Aktivität und Ruhe sein. Vor allem Junghunde können das oft nicht so gut Ruhe halten, auch wenn sie es gerade besonders brauchen in der Wachstumsphase. Darum sollte man eben auch das Ruhehalten trainieren. Man kann zum Beispiel ganz gut eine Lieblingsdecke oder das Körbchen auch als Ruheort definieren und den Hund eben immer belohnen, wenn er entspannt von sich aus dort drin liegt. Einfach ein Leckerli hinlegen. Gar nicht viele Worte sagen, das weckt oft die Hunde wieder auf. Und eben schon nach kurzer Zeit verknüpfen die Junghunde was Positives damit, dass sie ruhig auf ihrem Platz liegen. Und eben auch, wenn man unterwegs ist, kann man so eine Decke als Ruheplatz super benutzen. Und dadurch lernt der Hund eben auch den Unterschied zwischen Action und Entspannung. Wenn die Decke auf dem Boden liegt, dann ist es Zeit zu dösen. Ja, unser Fazit zu Moki, er ist eher das Modell Wirbelwind, würden wir sagen. Wenn er könnte, würde er den halben Tag nur toben und spielen. Und deswegen ist das nach wie vor besonders wichtig, Ruhe zu halten. Immer wieder bekommt er ein schönes Leckerli, wenn er entspannt auf seinem Platz liegt. Und meistens klappt das jetzt auch schon ganz gut. Er döst und schläft zu Hause sehr gut. Und zwischendurch gibt es dann halt immer mal eine kleine Spielrunde. Etwas Tauzehren oder Leckerli suchen, Schnüffelspiele. Und so ist er eben auch zu Hause gut ausgelastet durch das mentale Training und nicht so hibbelig. Draußen stillsitzen ist nach wie vor nicht sein Ding. Da gibt es einfach immer noch zu viel Ablenkung durch Geräusche und Gerüche. Das üben wir aber weiter, indem wir eben auch einen Ruheplatz, eine Decke aufbauen draußen und langsam da vorgehen, die weiter auszubauen. Zu Hause ist sowas natürlich immer viel, viel leichter zu lernen, weil da keine große Ablenkung ist. Das Zuhause kennt er wie seine Westentasche und draußen ist es eben einfach viel, viel schwieriger. Dort geduldig bleiben und an vielen verschiedenen Orten üben. Also nur weil es dann eben im Garten klappt, heißt das noch lange nicht, dass es auch im Park oder auf der Hundewiese klappt. Also da muss man wirklich lange, lange dran trainieren.